Hallo und willkommen zu diesem Lernkurs zu PowerDirektor Version 14. Mein Name ist Ernst Stede und ich begleite Sie in diesem Kurs durch die neue Version von PowerDirektor. Auch in dieser Version ist CyberLink seiner Linie treu geblieben und hat die grundsätzliche Funktionalität des Programms nicht geändert. Die ganze Oberfläche ist gleich geblieben, wie auch in der vorherigen Version schon. Das ist natürlich immer ganz toll für all die Leute, die umsteigen. Und wir können uns in diesem Kurs vor allen Dingen natürlich mit den neuen Funktionen beschäftigen. Ja, und bevor wir uns jetzt gleich ins Vergnügen stürzen, zum Beispiel mit dem neuen Action Camera Center, hier nochmal ein Dank an unseren lieben Freund Paul Eberhardt aus Südafrika, der uns einfach fantastisches Bildmaterial zur Verfügung gestellt hat. Und das werden Sie im Laufe des Kurses bewundern können. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und dann legen wir doch gleich los.